Ja, den Satz habe ich der gesamten Mannschaft ein, zwei Mal gesagt, dass wir herausragend gut Fußball spielen können, eine gute Ballbesitzmannschaft sind, steht außer Frage. Wichtig ist immer, dass wir die Momente uns auch gut raussuchen, wo wir das zeigen. Und gerade in so einem Eröffnungsspiel ist auch eine Anfangsphase wichtig, wie man so ins Spiel kommt. Und da ist ja auch eine Emotionalität, den Gegner auch emotional unter Druck zu setzen, sehr wichtig, dass wir jetzt nicht ja, zu großes Risiko gehen in allen Situationen, sondern uns eben die Momente raussuchen. Und klar, Jamal und Flo sind zwei Weltklasse-Spieler. Aber natürlich, wenn du absolute Weltklasse sein willst, konstant, dann zählt auch Quote. Ja? Und beide haben alles dazu im Kreuz, haben ein Riesentalent, haben beide auch eine sehr gute Mentalität, sind beide fleißig, hören beide zu. Null abgehoben, total demütig, sympathische Typen, mit denen man gut arbeiten kann. Aber sie messen sich selber auch an Quote. Und ich glaube, Jamal hat bei der WM eine andere Situation liegen lassen. Das will er morgen und in den nachfolgenden Spielen besser machen. Und Flo genauso. Hat gegen Frankreich getroffen, aber hat auch deutlich mehr noch im Köcher. Und bin mir ganz sicher, dass beide, ist nicht ganz sicher, dass beide morgen treffen, aber ganz sicher, dass beide ein gutes Spiel machen und sicherlich auch das ein oder andere Tor beisteuern werden. Entweder durchs selber erzielen oder vorbereiten. Jetzt nicht nur morgen, sondern über den Turnierverlauf.